Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Flow. Ich höre mich möglicherweise etwas komisch an, denn ich bin erst seit einer halben Stunde oder so wach. Wir haben heute Sonntag, den 16. Ich weiß es nicht. Ich muss gerade mal gucken. Doch, 16. Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. So. Hatten wir Ihmchen hier schon? Ja. Wir müssen mit Ihmchen hier machen. So. Ich meine, das hier wäre der Charakter gewesen, mit dem ich diese Trophäe gemacht habe. Mit diesem Fressen. Also, dass man da bestimmte Sachen fressen muss. Wir fangen einfach mal an. Oh, da ist direkt schon ein Boss. Ja. Ich glaube, das ist der hier. Warum hat er rot geleuchtet? Ich kann aber immer noch nicht sagen. Ach, das ist, weil der in der Nähe ist. Oder? Ich kann immer noch nicht sagen, an welchem Ding ich jetzt hier dran bin. Ich habe das irgendwie wieder ganz schnell aus meinem Gehirn gelöscht, wie das funktioniert hat. Oder kann man es jetzt erkennen? Nee. Weil ich meine, der hätte geleuchtet oder so, aber das ist halt schon ein bisschen her, ne? So, ich glaube, sonst war hier nichts. Sagen wir mal nach unten. Machen Ihmchen hier direkt mal. Toad. Och, da ist ja noch einer. Bam. Also wir haben ja auch so eine Vorschnell. Funktion. Okay, jetzt sind wir anscheinend am vorletzten. Ach, ich raffet nicht. Oder? Doch, es kann sein, dass ich es jetzt gleich kapiere. Jetzt müssten wir, glaube ich, am letzten sein. Nee, ich kapiere es nicht. Ja, und was mir eben gerade aufgefallen ist, als ich die alte Aufnahme angeguckt habe, weil irgendwie mein Programm zeigt das ein bisschen laggy an und ich hoffe mal, dass das jetzt auch nicht laggy aufgenommen wird. Denn mir ist aufgefallen, dass der Bildausschnitt irgendwie sehr klein ist. So, ich hätte mir eigentlich ein bisschen größer gewünscht in dem Spiel. Wenn man oft irgendwo hindüst, wo man gar nicht sieht, wo man hindüst und dann man voll in den Gegner reinrauscht oder so. Aber es ist mir beim Spiel jetzt nicht so ganz irgendwie aufgefallen. Aber jetzt, wo ich es eben gesehen habe, fällt es mir dann doch auf. Man hat halt nicht wirklich so eine Übersicht, ne? Kann es aber nicht genau sagen, warum das hier vibriert. Ein Auto. Wenn ich in die Nähe von den Gegnern komme. Ist wahrscheinlich nur so eine Warnung oder so. Oh, guck mal, Flügelchen. Richtig nice. Nice ein Stein, wie der Krogi sagen würde. Wer Rocket Beans guckt, weiß, von wem ich rede. So, wo ist der? Da ist der. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier der letzte schon ist. Also, letzte im Originalspiel. Das werden wir dann nachher sehen. Aber bisher läuft es hier supi. Ach, da ist ja noch so ein rotes Ding. Okay, ich kann gar nicht angreifen, wenn hier nichts mehr ist. Das ist natürlich schön. Ja, wunderbar. Ja, ab nach unten und da sehen wir schon das nächste Riesenvieh. Boah, boah. Der hat mir den Schwanz abgebissen. Der Arsch. Oh.
getötet. Ist sehr schön. Das heißt ja, wenn ich nicht mehr irgendwo hinschwimmen kann, also mit diesem Stoßangriff, ist der Gegner entweder außer Reichweite oder es gibt keine mehr. Wobei ich das mit dem außer Reichweite noch nicht weiß, ob das so ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt. Wenn ich zum Beispiel ganz oben an der Bildschirmgrenze bin und das Vieh ganz unten ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass unser Fischchen hier nicht rafft, dass da unten noch was ist. Ich bin mal gespannt auch auf, ob Abzu auch mit der Six Axis Steuerung funktioniert. Fände ich natürlich sehr cool, dass sie dann ihren Stil quasi beibehalten irgendwie. Obwohl, war Journey mit Six Axis? Ich weiß es gar nicht. Journey ist auch schon wieder so lange her, ne? Und ich werde keinen... Oh ne, gleich kommt wieder Screenshot. Ich werde keine 100%... Ja, ist gut. Keine 100% bei Journey holen. Weil... Ich nicht weiß, ob ich alles krieg. Ich weiß nicht mehr, wo die ganzen Verstecke sind. Das ist halt schon... Ach, fuck. Na gut. Ey, du bist auch ein Held, ne? Greif doch an, du Volldepp. Bin ich jetzt noch... Nee, wo bin ich denn? Ah, ich bin, glaube ich, betäubt. Ja, betäubt. Jetzt aber nicht mehr. Ja, ich muss mal... Ah, ich werde das eh nicht hinkriegen. Du gehst mir mal weg, ich habe keinen Bock auf dich. Ah, ich kann dann auch nicht fressen, das ist ja interessant. Na gut, wenn das so ist, dann halte ich mich mal davon fern. Bis das da wieder normal ist. Na. Wunderbar. Also ich habe mal jetzt gedrückt. Hier passiert nichts. Also möglicherweise haben wir hier alle aufgefuttert. Ich habe übrigens gestern endlich mal Dying Light durchgespielt. Und das habe ich, also endlich mal, weil das habe ich, glaube ich, schon seit den Sommerferien oder so vom Dennis, seinem Bruder, ausgeliehen. Und ja, das habe ich jetzt endlich mal durchgespielt, weil der will das Spiel mal langsam zurückhaben. Da habe ich mir gedacht, komm, musst du mal jetzt reinhauen. Wo ist das rote Ding? Ich sehe es nicht, ich sehe nur das Blaue. Da ist das Rote. Und da will ich jetzt noch versuchen, so viele Trophäen wie möglich zu holen. Und dafür muss ich... Ach, fuck. So, wo ist das Blaue? Ich will wieder nach oben, weil da waren noch Gegners. Ah, jetzt bin ich wieder... Auf zu fressen, du Arsch! Okay, ich werde gleich wahrscheinlich auftauchen, so wie es aussieht. Nein, 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 nein. Ach.
Ich will das nicht essen. Das ist nervig. Ja, ich muss 100, zum Beispiel 100 Zombies von Dächern treten. Und ich hoffe einfach mal, dass ich das richtig mache. Hör auf, meine Sachen zu fressen. Dann geh weg. Ah. Na gut, dass wir hier ein bisschen was liegen lassen haben, aus Versehen. So. Da ist noch eins. Hier mal noch ein Zweier. Schön ist, dass sie sich auch da unten nicht regenerieren, wenn sie denn nichts fressen. Ich habe das meiste ja, glaube ich, schon weggefressen da. So, rot. Einer hätte noch gefehlt bei dem. Okay. So, hier oben war noch so ein... das nicht da dahinter. Das da, genau. Sehr schön. Ich glaube, wir sind durch dieses rote nicht nur schneller, sondern haben auch ein größeres Maul. Ein größeres. Ja, ich glaube schon. Na gut, wir verziedeln uns mal nach unten und machen ihn hier fertig. Nicht! Hey! Lass mich doch in Ruhe. Will ich auch nicht essen? Lassen Sie mich in Ruhe. Jetzt hat er mich... möglicherweise hört man vielleicht, wie ich den Controller bearbeite, aber es ist halt einfach die R2-Taste, die so... Ich könnte eigentlich mal auch eine andere Taste nehmen, weil die R2-Taste ist somit die lauteste irgendwie im Controller. Also R2 und R2... L2 und R2. Hör auf, mich aufzufressen! So. Hast du jetzt davon? Oh, ein Dreier sogar. Nee, ist ein Vierer gewesen sogar. Das wollen wir natürlich auch haben. So, dann können wir gleich schon wieder ein Stückchen nach unten. Wir haben sehr schöne Flügelchen. Aber halt nur vorne irgendwie am Körper und noch hinten noch gar nichts. So. Ab nach unten. Da sehe ich auch schon wieder Gegners. Ah, das sind aber so Spawn-Teile. Jetzt hat er gerade irgendwas aus seinem Maul rausgespuckt. Oder der wollte es essen. Du kommst auch noch dran. Das geht bei denen hier eigentlich ganz gut. So, war's das? Huch, dann wird's das gewesen sein. Hier sind nochmal so Quallen. Also Quallen gehen super mit dem hier. Oh, hinten haben wir jetzt auch Flügelchen. Da unten war der Rote und der andere gerade auf einem Haufen. Der Rote und der Blaue, die sind immer noch auf einem Haufen. Was soll das denn sein? Sieht immer so aus, als ob wir die Flügel nur auf einer Seite haben, aber wenn wir dann normal fliegen, dann ist dann
Sieht man sie doch auf beiden. Hallo, ich möchte dieses rote Ding da essen. Dankeschön. Oh, eine Riesenqualle. Oh, töten! So, Nummer 1 wäre tot. Wie gesagt, gefressen und gefressen werden, ne? Ach, scheiße. Blau, 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 blau. Blau, blau. Dankeschön. Und noch eine viel riesiger, größere Qualle. Und da fährt ein Traktor oder sowas. Aber nicht bei mir am Fenster vorbei. Und das ist sehr schön, weil der war schon sehr laut. Da ist noch eins. Ich glaube, jetzt kommen wir nach unten. Hier sind noch so Dinger hier, aber die lasse ich mal. Den einen, der da noch ist, den lasse ich mal. Falls wir hier aufs Maul kriegen. Auf die Schnauze. Es ist nicht so geil, dass ich in der Mitte von dem Teil fliege. Also schwimme eher. Für mich ist das immer noch so ein Unterwasserspielchen. Weil die ja mit der Mitte fressen. Wenn ich da durchfliege, dann fressen die mich auf, während ich die auffresse und dann ist das ein ewiger Kreislauf. So, war hier noch irgendwas? So schöne Flügelchen. So groß. So viel. Okay, ab nach unten. Was haben wir hier? Hier ist nochmal Aufladestation, weil da unten geht's ab, so wie es aussieht. Boah, Vierer. Okay, wo ist der Rot? Da ist der Rot. Hier geht's ab. Ah, das sind welche von mir. Die greifen mich dann natürlich alle an, ne? Ich mache euch alle platt. Oh. Oder auch nicht. Na, ist schon logisch, dass hier so eine Aufladestation ist. Es leuchtet so extrem. Das möchte ich haben. Vielleicht war das auch ein Fünfer sogar. Nee, das will ich nicht. Also wie gesagt, so wirklich Game Over gehen kann man hier nicht. Also es gibt keinen Overbildschirm, also kann man nicht Game Over gehen. Ja gut, muss jetzt hier passen. Wir gehen weiter runter und machen die kaputt. Braucht das Ding da oben. Das da. Größeres Maul, größerer Erfolg. Na. Ein bisschen Mafia. Wollte ich auch mal Let's Playen. Traue ich mich aber nicht so ran, weil es so schwer ist. Und so lang. Ich hätte schon beim Dennis alleine über 60 oder 50 Parts gehabt und bei mir wird das dreimal so lang. Nee. Jetzt habe ich so scheiß Ohrwurm davon. Ah, da ist noch so ein Vieh. So, wo ist der Rote? Der wäre jetzt perfekt, nämlich. Das ist mir schön aggro. Ich nenne das mal aggro. Nein, ich wollte nicht nach... Oh, jetzt ist das Rote weg. Wo bist du? Wo bist du? Ich finde das auch ganz cool, hier mal so hier und da. Sind hier so bunte Farben. Das sieht auch sehr interessant aus. Wahrscheinlich nicht die beste Taktik, die ich hier habe. Es wäre besser, wenn ich dem immer mal so reinschwimme, aber so geht's halt am schnellsten. Los! Aber der war ja schon dreimal blau. Von daher
fehlt da nicht mehr viel. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Boah, das ist mir viel zu viel Gebammel, was ich hier an mir dran habe. Sieht zwar schön aus, aber zum Navigieren ist es nicht so geil, weil ich überhaupt nicht weiß, wo mein Kopf ist. So, ist hier noch irgendwas? Ah, da unten ist schon der Kern. Das Ei-Gedöns. Ab nach unten! Ah, ja, okay, das ist schon der letzte. Der letzte des Originalspiels gewesen, meine ich mal. Ich meine, was? Doch, ich meine.